Gut, ich werde einfach mal Adenzio und... Werde ich Adenzio Tekotsuna einsetzen? Ich werde mal... Wisst ihr, was ich mir einfach mache? Adenzio und Tekotsuna. So mache ich das. Weil er gleich ein Heracross haben wird. So, ich habe jetzt einfach mal nicht den deutschen Namen gesagt. Damit ich viele nicht spoilern werde, weil viele vielleicht die englischen Namen nicht kennen. Er wird ein Heracross haben, ja. Und das wird Krypto sein. So, jetzt habe ich euch halb gespoilert nur, weil ich es auf Englisch gesagt habe. Und da wird dann vielleicht allgemein auch Adenzio nützlicher sein. Kryptoknecht Sail ist auf jeden Fall da. Und er schickt Keifel und Bodogill in den Kampf. Wer hatte denn dann das Heracross? Wer hatte denn das Heracross? Ja gut, irgendwer hatte noch ein Heracross. Ja, viele, die englischen Namen... Ja, viele werden die englischen Namen kennen. Die werden dann wissen, wer das Heracross hatte. Aber er hatte erst eine Bodogill. Und das Bodogill. Das... Wir haben hier auch gute Karten mit Feuersturm auf Keifel. Und das Bodogill, das kann eh nicht so viel, glaube ich. Wir werden es auch mit Gähne einfach mal lahmlegen. Beziehungsweise zum Schlafen legen. Und das Bodogill, das ist einfach nur nutzlos. Ich glaube, es gibt so ziemlich keinen Spieler, der competitive ein Bodogill oder ein Bodogill, wie die im Anime gesagt haben. Ich glaube, da gibt es so ziemlich niemanden, der ein Bodogill spielt. So wirklich niemanden. Bodogill hat nämlich eigentlich nicht so wirklich tolle Angriffe. So, warte mal, 4-0 Tor kriegt den Feuersturm ab und Bodogill den Gena. So, Feuersturm trifft. Yes! Also hier haben wir auch mit Adenzio gute Karten. Ich wusste nämlich eigentlich auch, oder ich habe mir eigentlich gedacht, dass der Bodogill-Trainer hier nachkommt und der hier das Heracross hat. Aber irgendwie sind die Trainer andersrum platziert worden. Es gibt nämlich noch, wie gesagt, einen Trainer, der ein Heracross hat. Ich werde den deutschen Namen noch sagen. Irgendwann jetzt bald, wenn wir dann gegen diesen Trainer kämpfen. Und ich dachte halt, dass an dieser Stelle von diesem Heracross-Trainer das Bodogill wäre. Aber andersrum ist halt auch in Ordnung. Gut, ich werde einfach Rauchwolke machen und Slam wird schon zu viel abziehen. Ach, wisst ihr was? Pokéball los. Wir probieren es einfach. Ready, set, Trollball, go. Los, ich vertraue dich, Pokéball. Fang es. Eins. Na, schade. Du hast es fast gehabt. Nee, ich wollte einfach mal gucken, ob der Pokéball was bringt, weil Podogel hat auch nicht so eine hohe Catchrate, also so eine hohe Fangrate, als dass man es jetzt nicht fangen könnte. Und man muss ehrlich sagen, Podogel hat Fliegen. Ja, es fliegt halt und schläft dann. Wow, es schläft fliegend. Jetzt ist es wieder auf dem Boden. Aber die Zs waren gerade noch oben. Wow, ich bin ein guter Dichter. Nein. Ja, es hat halt Geschenk und Fliegen. Geschenk ist sowieso eine bescheuerte Attacke, wenn ich das einfach mal so sagen darf. Jetzt können wir es ja mal mit einem Superball probieren. Eine sehr, sehr bescheuerte Attacke. Und die einzige Attacke, die vielleicht noch Sinn macht, wäre Blizzard. Aber Blizzard mit 65 Spezialangriff als Base ist nicht so toll. Eins. Und raus. Okay, wir schwächen es doch ab. Nee, aber wie gesagt, also Blizzard mit einer 65er Spezialangriff Base ist einfach nur... Das ist sinnlos. Podogill kann man einfach nicht gut benutzen. Das kann man sich höchstens als Challenge setzen, so als Herausforderung. Benutzt Podogill und schließt das Spiel ab. Podogill only. Aber ja, das ist einfach an sich kein kräftig gutes, kräftig deftig würziges Pokémon, wie vielleicht die Leute von der Rügenwalder Mühle sagen würden. So, Podogill ist auch schon aufgewacht. Ist ja der Wahnsinn. Ach, und es fliegt dann auch schon wieder. Ja, hurra. Gut. Wir werfen einfach noch einen Ball. Wir haben ja die Bälle. Wir haben... We have the balls. Um einen schlecht englischen Wattles vielleicht anzubringen. So, auf jeden Fall. Superball, los. Ich werfe einfach mal Bälle. Vielleicht klappt das ja. Ich meine, ich habe ja das Geld. Vielleicht klappt es ja. Ich gucke jetzt auch gar nicht hin. Ah, aber ich habe es am Ton gehört. Es hat sich schon befreit. Aber fast hätten wir es gekrallt. Fast. Na gut, die Attacke geht sowieso daneben. Das ist ja natürlich richtig geil. Und der Slam. Bam. Hat ein wenig was abgezogen. Ist ja schon mal was. Weiterhin Rauchwolke und Slam. Rauchwolke wird dafür sorgen, dass Fliegen wahrscheinlich nächste Runde wieder nicht trifft. Das ist auch sowieso so nervig. Wieso muss der Gegner immer wieder Fliegen machen? Er könnte doch auch mal Geschenk machen oder Blizzard oder was weiß ich. Aber wieso denn immer Fliegen? Es trifft doch eh nicht dank der Rauchwolke. Ja super, jetzt kriegen wir noch die Fliegenklau reingewirkt, wodurch Slam auch nicht mehr trifft. So, Attacken gehen daneben beide und Fliegen. Ah ne, Fliegen trifft. Ach, ist ja der Wahnsinn.
Wow, es hat sogar was gemacht. Aber, ja. Letzten Endes interessiert uns das relativ wenig, weil, wie gesagt, Budugel ist nicht so dolle. Und wir werden es gleich, denke ich mal, eh fangen. Hoffe ich einfach mal. Vor allem jetzt wird es wieder Fliegen einsetzen, oder? Yo! Das ist doch einfach mal nur so tierisch nervig. So, ich werde jetzt auch einfach mal Adenzio auswechseln. Ich möchte nicht, dass Adenzio stirbt. Deswegen, ja, los, Rautamuri, komm rein. Und weiß ich nicht, komm mit Taiko Tsuna. Nee, den Ball werfen wir noch nicht. Wir machen noch einmal Slam. Wir hoffen einfach mal nicht, dass die Flingklaue zuschlägt. Und wir mit Slam einfach mal, ja, nicht früher angreifen als das Podugel. Oder Podugel, es heißt ja nicht Podugel. Ich habe es früher immer Podugel genannt, wegen dem Post. Oder wegen, ja, wegen der Post. Wegen diesem Postbeutel, den es da hat. Es trägt ja Geschenke aus. Deswegen habe ich immer Podugel gesagt und nicht Podugel. Aber es heißt ja Podugel, wofür auch immer ein Podugel zuständig ist. Also wenn es Gel wäre. Na gut, auf jeden Fall, ja, ist es ja das kleine Weihnachtsmann-Pokémon und was weiß ich. Ich mache einfach Gena und den Ball und erzähle nicht weiter über Podugel, was man auch so richtig cool betonen kann, wie die es im Anime gemacht haben. Ich fang's mir einfach. Eins, zwei, nicht gefangen. Ah ja, also das Podugel kann einen zur Verzweiflung bringen. Schutzschild und einfach nochmal Gena. Also es... Okay, ich... Jetzt machen wir wieder Fliegenklaue. Och Mensch, mach doch nicht die Fliegenklaue, wenn du sie nicht brauchst. Oder wenn es gerade nicht nötig ist oder bescheuert ist, sie zu machen, die Fliegenklaue. Komm, Turbodreher wird wohl nicht so viel abziehen, hoffe ich einfach mal. Aber Turbodreher trifft ja eh nicht. Von daher... Eieiei, also... Das Budugel ist doch gut und zwar für einen Zweck, nämlich nur zum Trollen. Es ist für nichts anderes da, einfach immer nur Fliegen machen. Und jetzt kommt schon wieder die Fliegenklaue. Ach komm, Taiko Tsuna. Mach doch nicht die Fliegenklaue, wenn ich sie nicht brauche. Ne, jetzt reicht's mir, Leute. Jetzt reicht's mir. Trickst den Timerball ab. Wenn der Timerball nichts hilft, dann ist das Betrug, weil der Timerball die Fangchance bei längeren Kämpfen erhöht. Betrüg mich nicht, Timerball. Der Kampf dauert genug. Der dauert lang genug. Hol ihn dir einfach, diesen komischen Vogel da. Eins. Zwei. Drei. Na, was? Och, komm schon. Timerball, enttäusch mich nicht. Jetzt fliegt das Ding schon wieder hoch. Mann. Weißt du, gleich fliegt Rautamuri in die Luft, wenn das so weitergeht. Dann will ich das nämlich gar nicht mehr haben, das Podugel. Gleich bin ich's leid. Mensch. Fliegen geht doch eh daneben. So, Gena, dann schläft wenigstens gleich. Ach, ein Wunder. So, ich mache einfach nochmal Turbodreher und weiß ich nicht, nochmal Gena. Oh, jetzt die Fliegenklaue, wo man sie vielleicht braucht. Naja, gut. Protogel fliegt eh hoch, Turbodreher trifft dementsprechend nicht. Und es schläft ein. Und wenn jetzt Protogel nicht gefangen wird... Komm, Superball, zeig mir einfach nochmal, wie super du bist. Du hast es gerade so super gemacht, dann sei jetzt auch nochmal super. Flieg einfach. Ich zähle auch nicht mehr. Flieg einfach. Fang den Vogel oder ich explodiere gleich. Einfach nicht nur im wahrsten Sinne. Ich explodiere gleich im wahrsten Sinne des Wortes, wenn das nicht klappt. Danke. Danke. Ich hätte Forsterhellkraut in die Luft gesprengt. Ich hätte Rautamuri gesprengt. Grrr, hätten wir doch nur nicht gekämpft. Ja, hättest du nicht einfach die ganze Zeit Fliegen eingesetzt und meine Nerven strapaziert. Und jetzt verschwindet er auch einfach so. Eieiei. Gut, mit dem Fahrstuhl geht es auf zu einem nutzlosen Raum und dann nochmal zum Heilen. Denn jetzt werden wir gegen zwei alte Bekannte kämpfen. Und ja, wenn wir jetzt gegen die Queen gekämpft haben und gegen Drakim oder Drakim, werden vielleicht einige schon von euch auf die Idee kommen, gegen wen wir dann noch kämpfen werden. Aber na gut, ich möchte hier nicht unbedingt hier die komplette Spannung entnehmen. Deswegen werde ich einfach mal... So tun, als wüsste ich nicht, gegen wen wir kämpfen. Und ihr wüsstet das auch nicht. Und ich hätte es nicht gesagt. Und ihr wüsstet das alle nicht. Ich wüsste es nicht. Und wir wüssten es nicht. Und ihr wüsstet es nicht. Und alle wüssten es einfach nicht. Und ich sollte mich nicht so oft wiederholen. Aber, ach, ich zögere die Spannung einfach nicht heraus. Wir kämpfen gleich einfach geradeaus gegen... Doch, ich halte es doch spannend. Okay, ich halte es spannend bis zum letzten Augenblick. Gegen... Venus! Gut. Venus... Hat ja immer noch die gleiche Strategie mit Anziehung. Wirklich jedes ihrer Pokémon kann Anziehung. Und, boah, ich weiß gar nicht, was ich jetzt reinsetzen soll in den Kampf oder einsetzen soll. Machen wir einfach mal... Ja, komm, Adenzio und Taiko Tsuna bleiben mal drin. Ich weiß, dass sie einen Blubella hat.
Aber ob sie das unbedingt als erstes einsetzt, weiß ich nicht. Schauen wir einfach mal. Ah, hallo, da sind ja meine kleinen Freunde. Ihr seid spät dran, findet ihr nicht? Und jetzt macht euch bereit. Diesmal zeige ich euch nämlich ohne Gnade, wie meine Pokémon kämpfen. Krypto-Vorsitzende Venus tanzt wieder so komisch herum mit ihrem Kleid und sie schickt Knuddeluff und Raichu zuerst in den Kampf. Das heißt, ich lag falsch mit meiner Vermutung, dass wir es nun mit, Bluebella zu tun haben. Sie hat nämlich noch einen Bluebella und einen Traunfugil neben dem Raichu und dem Knuddeluff. Und ich würde sagen, das Raichu hat die Fähigkeit Statik als Angriffe Anziehung, Donnerwelle, Bitterkuss und Donnerblitz. Als zweites Pokémon hat sie Knuddeluff in den Kampf geschickt mit Schambolzen. Und den Fähigkeiten oder den Angriffen Anziehung, Body Slam, Bitterkuss und Flammenwurf. Also hier vorsichtig sein, nicht direkt angreifen, denn Statik und Schambolzen können ja schon verheerend sein. Ich denke mal, ich werde jetzt einfach eine coole Strategie fahren und zwar Tonmodora reinschmeißen und Erdbeben machen, beziehungsweise das heißt reinschmeißen, in den Kampf schicken. Reinschmeißen hört sich so abwertend an. Ich werde einfach mit beiden Erdbeben machen. Erdbeben, 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 Erdbeben. Das ist die Strategie, die gefahren wird. Oh, Donnerwelle hat ja eh keine Wirkung. Das ist ja auch das Geile. Donnerwelle. Ah. Brauche ich nicht. Donnerblitz. Ach, kannst du mich auch mal, wenn ich so ehrlich, dass man so direkt sagen darf. Denn hat keine Wirkung auf Tonmodora und auch nicht auf Telkutsuna. Also Donner-Pokémon sind hier ganz gearscht. Vor allen Dingen wegen dem Erdbeben. Das wird Venus auch nicht schmecken, beziehungsweise Raichu. Nachteil ist, wenn Traunvogel reinkommt, blöd. Und deswegen wird sie wahrscheinlich auch, wenn sie ein bisschen KI hat, ein bisschen künstliche Intelligenz, Traunvogel auch in den Kampf schicken. Wow, sie hat es getan und ich wusste es. Okay, dann werden wir, denke ich mal, was werden wir machen? Feuerodem auf Traunvogel und Erdbeben, damit Knuddeluff dann vernichtet wird, was es aber nicht wird, da sie einen Hypertrank eingesetzt hat. Sehr komisch, dass die alle Tränke einsetzen. Das sehe ich nur sehr, sehr selten in Pokémon Kolosseum. Aber nun gut, setzen die alle Tränke ein. Feuerodem schlägt auf jeden Fall zu, zieht Traunfugil nicht megamäßig viel ab, aber ist in Ordnung. Und nein, Anziehung. Bitte nicht auf Telkutsuna. Und es geht auf Telkutsuna. Nein. Telkutsuna, bitte greif an. Ja, sauber. Telkutsuna ist unbeeindruckt von der Liebe. Denkt sich einfach nur, ich greife einfach an. Ja, und hat da auch keine Schrecken vor, irgendwie jetzt jemanden hier zu verletzen. Ich würde sagen Feuerodem und nochmal Erdbeben. Ich bleibe bei dem Setup. Feuerodem wird, denke ich mal, auch nochmal ein bisschen was abziehen. Und dann reicht vielleicht ein weiterer Feuerodem aus zum Vernichten. Und da bin ich mir auch ziemlich sicher, jetzt wo ich das Leben sehe. Und oh, paralysiert, auch schön. So, und Traunfugil setzt Konfusstrahl ein. Ich könnte auch mal vielleicht zum Moveset gehen. Das wäre eine gute Sache. So, denn das Traunfugil hat die Fähigkeit Schwebe. Das hätte jetzt niemand vermutet. Ja, und es hat die... Wow, Tomodora hat irgendwie hier schon ziemlich viel Leben verloren, sehe ich gerade. Auf jeden Fall, Telkutsuna, greif an, greif an, greif an. Ah, Mist, schade. Flüster, ich weiß nicht, warum ich da immer flüster, aber vielleicht bringt das ja irgendwann mal was. Na gut, Traunfugil wird vernichtet werden. Und ich werde... Wo haben wir ihn? Hier, den Hypertrank auf Tomodora machen. Gut, Feuerodem, los! Sehr interessante Soundeffekte von mir, ich weiß. Gut, auf jeden Fall. Traunfugil, was jetzt gestorben ist, hat die Fähigkeit Schwebe und die Angriffe Anziehung, Konfusstrahl, Psychokinese, Verhöhner, aber ist jetzt eh unwichtig, weil es tot ist. Oder kampfunfähig. Und dann kommt auch schon das versprochene Lubella mit der Fähigkeit Chlorophyll und den Angriffen Anziehung, Stachelspore, Schlammbombe und da ist auch wieder ganz gefährlich Gigasauger. Und Gigasauger, ne, wisst ihr ja, ist gefährlich. Deshalb Paralyse, ne, brauche ich nicht unbedingt. Deshalb werde ich das so machen. Erdbeben und Telkutsuna, auf den wahrscheinlich der Gigasauger gehen wird, wird gegen Adensio eingewechselt. Damit der Gigasauger nicht mehr so gigamäßig viel saugen kann. Denke ich mal. Irgendwie so. Da kommt der Gigasauger, aber er könnte auch auf Tonmodora gehen. Stimmt, weil Tonmodora ist ja auch Boden. Aber, ja. Man nimmt lieber das Pokémon, worauf Gigasauger vierfach effektiv ist. Also, ja, Adensio. Beziehungsweise, ja, eigentlich hat Telkutsuna, aber Adensio, ne, wisst ihr ja Bescheid, wurde davon halt getroffen. Das Erdbeben von Tomodora wird deswegen aber dennoch verheerend sein, wenn es denn kommt. Aber es kommt gar kein Erdbeben. Gut, dann würde ich sagen, Tomodora macht dann Knirscher auf Knuddeluff. Ne, warte, eine Step-Attacke lieber. Feuerodem auf Knuddeluff und Feuersturm auf Bluebella. Damit dürfte das Bluebella nämlich dann schon mal vernichtet sein. Und, ja, das Knuddeluff mit dem Drachenodem, wenn Tomodora denn angreift, auch. Ja, weil der Hypertrank zwar ein bisschen verschwendet, weil Tomodora auch vielleicht jetzt von Knuddeluff vernichtet wird mit dem Body Slam, was ich irgendwie
Oh, Level 42, schön. Wovon ich aber eher ausgehe, denn der Body Slam wird eher kommen, als ein paralysiertes Pokémon angreifen kann. Gehe ich einfach mal davon aus. Und oh, Milotic wird in den Kampf geschickt. Da dürfen wir dann auch gleich mal ein paar Pokémon wechseln. So, und der Body Slam kommt auch und das war's für Tomodora. Habe ich mir irgendwie auch schon so gedacht. Gut, dann überlege ich, wen ich in den Kampf schicke. Rautamuri. Machen wir es so. Gut, machen wir dann auch Toxin auf Milotic und Adensio wird zum Feuersturm auf Knuddeluff ausholen, damit Knuddeluff weg ist. Zack. Und dann wird Milotic mal schauen, beziehungsweise wir werden mal schauen, was Milotic machen wird. Es hat nämlich, ja, zumindest, wartet, ich schaue auf meine Liste hier einmal kurz. Es hat nämlich zumindest die Fähigkeit Surfer und kann damit natürlich viel auf Taikotsuna, sag ich schon, auf Adensio anrichten. Aber es greift erst zur Anziehung. Okay, gut, Milotic hat die Fähigkeit Notschutz und die Angriffe Anziehung, wie wir gesehen haben, wie wir schon gehört haben, Surfer und Blizzard und Konfusstrahl. Gut, auf jeden Fall wird es auch vom Toxin getroffen, was mich überaus freut. Dadurch hat Toxin natürlich jetzt die Chance zu wirken über die Runden und die Toxin-Ticks auszulösen. Und ich würde einfach mal sagen, da wir sowieso einen Wasserpunkt im Kampf haben, also Milotic, werden wir dann jetzt gleich einfach mal Adensio auswechseln gegen Satileni. Und wir werden auch Explosion machen, wie ihr gesehen habt, mit Rautamuri. Deswegen werde ich auch einfach mal Traunvogel bzw. Satileni reinrufen, da Explosion Satileni nicht betrifft. Und ja, Konfusstrahl ist jetzt auch nicht unbedingt megamäßig effektiv, wenn es auf Satileni geht, was es auch tut, da die Explosion dann ja sowieso kommen wird. Explosion! Los! Boom! Es hat keine Wirkung. Und oh, Milotic überlebt das noch, aber der zweite Toxintick dürfte zum Vernichten ausreichen. Zum Vernichten für Rautamuri hat es auch ausgereicht. Wer kriegt die EP? Adensio, staub einfach mal die AP. Die AP. Nicht die AP. Die EP ab. Die Erfahrungspunkte. Nicht die Angriffspunkte. Die EP. Zack. Denn das Gift reicht aus. Das wunderschöne Milotic geht dahin. Ich finde Milotic hier auch im Kolosseum sehr schön, dieser 3D-Sprite. Ach, 3D-Sprite. 3D-Modell. Ja, ein Sprite ist nicht 3D. Ein Sprite ist 2D. Pfui, was soll denn das? Ja, was das soll, ich muss dich vernichten, um an deine tolle Karte dazu kommen. An deine coole ID-Karte. Und ich finde, Milotic ist wirklich ein sehr schönes und auch anmutiges Pokémon. Und ich finde es wirklich sehr interessant, wie so ein hässliches Barschwar in ein wunderschönes Milotic, ja, transformiert wird. Genauso wie eine kleine Raupe in einen wunderschönen, anmutigen Schmetterling wird. Also, manchmal ist die Natur schon voller Überraschung. Ist sehr interessant. Na gut, eine weitere Niederlage? Das ertrage ich nicht. Hier, nehmt das, aber dafür erzählt niemand, was hier passiert ist. Verstanden? Surfheld, blaue ID-Marke. Und ich vergesse ganz einfach, dass wir hier gekämpft haben. Gohoho. Ja. Und sie läuft ganz einfach, ganz langsam raus. Gut. So anmutig, wie es für eine Venus auch üblich ist. Und gut, auf jeden Fall haben wir dann eine weitere ID-Marke bekommen. Ich habe da immer irgendwie an Karten gedacht. Im Englischen heißen die auch, glaube ich, ID-Cards. Hier heißen die einfach Marke. Aber ist ja auch egal. Und wir haben bis jetzt schon drei Marken bekommen, nämlich eine rote, eine blaue und eine grüne. Wenn man so ein bisschen an die Grundfarben denkt, könnte man vielleicht auf die Idee kommen, was als nächstes kommt. Und zwar gelb. Gelb kommt nämlich als nächstes. Ja, wow, das habe ich sehr gut eingebaut in meinen Satz. Man könnte sich denken, dass gelb als nächstes kommt. Gelb kommt als nächstes. Wow. Das war wie in so einem Lernspiel für Kinder. Was kommt als nächstes? Das kommt als nächstes. Irgendwie sowas. Keine Ahnung. So hat sich das doch irgendwie angehört. Man könnte sich dann denken, dass Gelb gleich kommt. Gelb kommt als nächstes. Nicht wahr, liebe Kinder? Naja, gut.